Einen wunderschönen, da bin ich auch schon wieder, euer Odin, und ich begrüße euch zu einem neuen Odinmal Shoppen. Das alte ist noch nicht mal online gegangen, das geht Sonntag erst online, weil ich es vorige Woche nicht geschafft habe. Und hier steht schon, liegt schon wieder so ein Berg voll. Da werde ich auch nochmal ein Odinmal Einkaufen spezial machen, wo ich euch meinen Anzug zeige, weil der muss erstmal geändert werden. Und ist noch nicht final, welcher das ist. Dafür habe ich ein Hemd geholt, das zeige ich euch aber dann alles später. Da Holzer. Dann habe ich für den Anzug bei NKD einen Gürtel geholt. Das war der billigste Gürtel und aber auch der schickste. Die anderen sahen alle so, weiß ich nicht, nicht so toll aus. Und haben 10 Euro gekostet und 14 Euro. Der hat nur 7,99 Euro gekostet. Ja, mit so ein bisschen, sieht man das? So. Ich wollte eigentlich die Kamera jetzt darauf machen, aber das funktioniert nicht wirklich. So, in lang genug für mich. Und weil ich ja eigentlich was anderes anziehen wollte, habe ich mir auch nochmal einen für meinen Torsammer geholt. Also da kommt, achso, falsch rum. Da kommt auch nochmal ein Video mit den Klamotten, die sind hier drin. Das machen wir aber als extra Video oder heute Abend im Stream. So, dann. Hier kommt noch viel mehr, Leute. Für die Große hier so ein Dreierpack Hemden. Grau hat sie schon bekommen. Nee, das liegt hier schon. Falsch. Nicht bekommen. Josie, bring mir mal eine. Ach nee, ich habe ja mein Messer hier. Dann machen wir das gleich mal hier fertig. So. Zack. Machen wir nämlich hier gleich mal die Pappe auf den Haufen und das Plaste. So. Und da hat sie dann praktisch hier das Graue. Das war bei NKD für, keine Ahnung was, 7 Euro oder sowas. Dann habe ich ihr ein Kleid geholt. Ah, so. Und meine Frau hat gesagt, das sieht ein bisschen nach nichts aus, weil das so gerade runterhängt, da gehört ein Gürtel dazu. Ja, und dann kriegt sie halt noch eine schwarze Leggings. So, da gehört ein Gürtel dazu, da kommen wir nachher noch dazu. So, dann haben wir das. Josie? Ja? Ja, komm. Hier. Schrank, wäschemäßig, Dingsbums. So. Dann kommen wir jetzt hierzu. Ah! Na, das ist aber nicht so, wie meine Frau sich das vorgestellt hat. Schatzi! Juna, hol mal Mama her. Schatzi, das ist aber nicht so, wie du dir das vorgestellt hast. Der Gürtel. Du hast gesagt, da muss ein breiter her. Der sah ein bisschen breiter aus. Das ist ja. Der reicht. Der reicht. Ja. Bist du sicher? Ja. Den kannst du ja in einer anderen Richtung tragen, dann ist es dunkelbraun. So, das ist wie so ein Unendlichkeitszeichen so ein bisschen gemacht. Ja, und den komm mal her hier. Stell ihn mal hier hin. Mensch, komm doch rüber hier. Dann schlag's nicht rum. So. Stell dir nicht an wie eine Pussy. So, das hier rein, dann da rum. So, und dann haben wir dann noch über. Das hat dann, ja, dann hängt das runter. Ja, super. Weil das soll denn so durch irgendwie. So, durch die Löcher durch. Und dann bleibt halt das unten. Steckt man denn so durch und dann soll das hängen? Keine Ahnung. Habe ich bezahlt 9 Euro oder sowas? Ich habe keine Ahnung. Gut, also meine Frau wollte eigentlich einen dicken, der sah auch dicker aus. Jetzt sagt meine Frau, das ist okay, das reicht aus. Wenn meine Frau sagt, das reicht aus, dann reicht es aus. Ich weiß,
Die hat mir doch den Namen gesagt. Schatzi, wie heißt dieser Gürtel für die Hüfte? Taillengürtel. Taillengürtel? Ja. Was war das andere Fremdwort, was du gesagt hattest? Taillengürtel. Neckholder? Nee. Na, irgendwas beim Einkaufen jedes Mal. Nee, Hasi? Wie heißt der BH, wo, was du gesagt hast, für Josie nicht, weil der oben so offen und dann mit dem komischen Schluss? Balkonett. Hat Kabi angerufen. Ich habe noch Ton an. So. Geht nicht. So. So. Du kannst jetzt mal in dein Zimmer gehen und nicht im Maul auf den Fall halten. Meine Nachbarn werden sich freuen, ich mache hier die Pappetonne voll. So, dann habe ich hier noch was. Ich bin mal gespannt. Ja, der sah ein bisschen dicker aus. Also auf den Bildern sah er dicker aus. Aber mal gucken, wie er leuchtet. So, müssen wir mal gucken. Das ist ein Lichtschlauch. Das ist aber eigentlich wie so ein LED-Band mit Drähten, was man dann für die Gläser nutzen kann und so. Dann sollen 10 Meter sein mit einem vernünftigen Abschluss und da dann einfach ein Gummischlauch drüber. Ich wollte eigentlich so einen dicken. Also kennt ihr noch die dicken Lichtschläuche, die etwa so dick sind? Ha, reingeguckt. Nein, jetzt ohne Scheiß, wirklich so dicke Lichtschläuche. Und der ist jetzt auch wieder so dünn. Schade. Gibt's nicht mehr. Oder gibt's schon, habe ich noch im Baumarkt gesehen. Aber ich möchte ja mit A-Steuerung, also für A-Punkt. Beziehungsweise. So. Beziehungsweise für. Also mit A-Punkt steuern, beziehungsweise halt Google. So, gucken wir mal. Aqua. Ja, das sieht ganz gut aus. Obwohl hier einige so ein bisschen ins Grünliche gehen. Es kann natürlich auch sein, dass das nur so wirkt. Aber weiß machen sie auch. Na, mein Engel? Oh, das ist auch nicht schlecht. Oh, das gefällt mir auch. Also, das sieht nicht schlecht aus. Wartet mal, ich mach mal kurz das Licht aus.
Dann könnt ihr vielleicht ein bisschen besser sehen. Also irgendwie ist hier ein Wackelkontakt drin. Seht ihr das? Wenn ich hier Aqua mehrmals drücke. Da sind auch nur, sind da drei eigentlich drin? Dann könnte ich, also wenn da drei Kabel drin sind, dann kann ich die abgreifen. Dann kann man die eigentlich, aber hier sind nur zwei ja abgebildet. Schade, hier sind nur zwei ja. Also sonst hätte ich gesagt, kann man daraus einfach, kann ich eine Alexa dranhängen. Also so ein Multiteil. Also es sieht gut aus, aber hier sind einige sind hier irgendwie grün, warum auch immer. Wenn ich blau mache, sind alle blau. Alle sind tiefes, dunkles Blau. Und wenn ich dann sage, hier helleres Blau. Hier kommen wir schon ins Lilane, Gelb, Grün. Also alles sieht gut aus, außer Aqua. Das, was ich eigentlich gerne gewollt hätte. Ja, muss ich halt dunkelblau machen. Weil hier sind, oder das täuscht. Nee, pass auf, ich zeige euch das mal. Ich habe Aqua gedrückt, aber guckt mal. Also ich weiß nicht, ob sie über die Kamera so rüberkommt. Aber einige, die sind alle hier. Die hier zum Beispiel. Ich zeige euch mal im Vergleich zu den hier. Also das, ach Mensch, ich muss die drehen. So. Also das ist Aqua und das ist Grün. Grün, Aqua. Ich hoffe, man kann das, weil ich sehe das jetzt gerade nicht, der Bildschirm übersteuert. Also das ist jetzt, und das ist auch komischerweise nur bei Aqua. Ja, hinten ist alles grün. Also nach hinten hin wird es schwächer oder so. Also vorne ist alles okay und nach hinten wird es dann in grün. Ich denke mal, das hat was mit der Länge zu tun oder mit den Informationen, die da durchs Kabel durchgehen. Das ist jetzt gelb, grün. Na, ist egal. Machen wir halt blau und dann Dings und dann passt das schon. So. Also das ist so, müssen wir gucken, wie es jetzt auf die Länge wird. War halt ein geiles Angebot, die hatten Rabatt und ich habe da wieder gesehen, Coupon. Ihr wisst, wenn ich bei Amazon unterwegs bin und sowieso gerade am Einkaufen bin und wenn da steht Coupon, aktiviere ich den Coupon immer. Und dann bin ich wieder zurückgegangen, habe mir den nochmal angeguckt und haben auch viele gut bewertet und dann habe ich gedacht, ja, das kannst du ja mal da lassen. Aber der... Meine Frau, die sonst Alexa nicht mag, sagt Alexa Küche an. Da ist an der Steckdose auch ein Knopf dran. Also hier ist wirklich nur ein dünner Kabel drin, der hier... zu zwei Kabeln wird. Keine Ahnung. Also ich lass mich mal überraschen. Ich werde den gleich mal unterm... Och, der Kabel ist so ein bisschen kurz, dann brauche ich noch ein USB-Verlängerungskabel. Muss ich mal gucken. Das ist das nächste, was ich bestelle, Mitte des Monats. Solange lasse ich den erstmal liegen. Kommt dann unter der Couch. Dann leuchtet es nicht nur oben die Figuren und die Fächer und die Bilder, sondern auch unter der Couch. Muss man haben.
Für den PC will ich auch noch. Da will ich auch noch LEDs reinmachen. Also machen wir die erstmal hier rein, damit das nicht verbannen kommt. Das ist das nächste, PC-Ecke. Ein paar LEDs hin. Ich habe ja noch welche im Schlafzimmer im Schrank liegen. Müssen wir mal gucken. Ich habe ja auch noch Adapter, dass ich die dann um den PC-Tisch rummachen kann und so. Die kriegen wir alle hin. Das wird cool aussehen. So, dann kommen wir, wie gesagt, das machen wir extra. Dann kommen wir jetzt mal zu den Sachen, die wir, das ist jetzt ungünstig, dass meine Frau mit Kind hier ist. Kommen wir zu den Sachen, die wir bei Teddy gekauft haben. Also wir waren noch bei Kick Klamotten kaufen, aber die sind schon in der Wäsche. Achso, ich habe mir bei Teddy auch was gekauft. Im 55, das war runtergesetzt auf 55 Cent. So, zeige ich euch gleich mal. Machen wir das da rein. Das ist ein Wackelbild, was ich euch hier zeige. So, von Game of Thrones. Wartet mal, ich muss mal das Licht ein Stück wegdrehen. So, John Schnee. So, John Schnee. Oh, Mauri, lass mal die Schuhe bitte an. Kalte John Schnee. Und dann wird es da zu den Frostigen da. Jona, komm, Mami zieht dir mal kurz die Hose hoch. Komm mal her. Ja, sie möchte das total, Hase. Mama, Kiek. Das sind keine Kekse. Ja, aber die mag sie. Die mag sie nicht. Das doch, sind die. Die hat sie schon drei gegessen. Okay, die wollte sie vorher nicht. So, dann kommen wir mal dazu. Wir haben einmal weiße Ballons. Ein Einhornlampignon. Das kann man sehen, ja. Ein bisschen geknickt. Können wir das gleich mal zusammenpacken. Dann gebe ich nämlich alles dann hoch. Dann einmal Teller. Dann Schirmchen. Nochmal Teller. Nicht da drauf. Kann man das sehen? Dann nochmal ein Einhorn. Girlande. Entschuldigung, eine Girlande. Das ist jetzt der zweite Geburtstag von meiner Tochter, also unserer Tochter. Weil ich habe sie ja logischerweise mit meiner Frau zusammen und sie hat da auch irgendwie Rechte dran, aber ist mein Engelchen. Und der zweite Geburtstag steht unter dem Motto Einhorn. Deswegen weil Juna Einhörner liebt und deswegen werden hier noch mehr kommen. So, Herzballons. Bei den anderen Ballons hat meine Frau schon abgerissen, das sind auch Herzen. So, dann haben wir hier noch ein aufpustbares Herz. Also nee, so ein Metall-Dingsbums-Herz, Metalloptik-Dingsbums. Dann haben wir noch blaue mit Einhörnern drauf. Blau-rosa. Wir haben auch, ach so, hier haben wir denn noch Happy Birthday Princess? Nee, da steht nur Birthday Princess drauf. Geburtstagsprinzessin. So, und was haben wir hier? Dann haben wir noch eine 2. Und wir haben auch, nee, das hat meine Frau oben. Wir haben auch so eine Gaskartusche geholt mit, was ist da drin? Lachgas? Helium. Mit Helium, auch bei Dings, bei Teddy, für den Geburtstag halt. Damit die dann halt ein bisschen an der Decke schweben. Das war sie nicht. Wir wollen die halt ein paar wollen wir halt so an Schnur machen und so, aber ein paar wollen wir halt unter der Decke schweben lassen, weil das cooler aussieht. Gabeln. Weil wenn Kinder. Und das ist besser. Brauchen wir danach nicht sauber machen, kommt im Müll, fertig ist. Und natürlich die passenden Servietten. 3 Packungen. So, Omas kommen auch. Hier dann nochmal Ballons in verschiedenen Farben. Dann natürlich zu den Tellern die passenden Becher.
mit einem Einhorn drauf. Wartet mal, ich muss das mal hier ein Stück runter machen. Das ist zu viel, das Licht. So. Ich muss mir da noch was einfallen lassen, was wir mit dem Licht hier machen. Dann die Luftschlangen, damit das halt ein bisschen besser aussieht. Ich wollte die Kamera reinmachen, das geht nicht. Die Kamera ist so lang, die kann ich darauf nicht drehen. Achso, dann haben wir hier so ein Ausmalbuch, das war auch bei 55 Cent drin. Oder? Nee, Quatsch, das war aber in normal drin und da war ein Einhorn drauf und da habe ich gesagt, das müssen wir holen. Meine Frau hat gesagt, warum sage ich, weil Einhorn drauf ist. So, boah, was braucht man da diskutieren oder überlegen? Ist ein Einhorn. Nochmal Ballons. Ich habe ja auch noch Ballons. So, dann haben wir noch Spießer. Nee, Lutscher. Nee, was sind das? Also Party-Picks. Die sind aber nicht spitz mit Krone drauf. Wofür sind Party-Picks? Was sind Party-Picks? Wenn man, weiß ich nicht, statt Gabel kann man halt... Achso, aber die sind nicht spitz? Ist nicht schlimm. Okay. Achso, hier sind das von den Herzen. Silberne Herzen, was meine Frau abgeruppt hat. Oder kommt noch? Hier, denn noch. Was ist das? Dego-Hänger, je 75 cm. Kannst du an die Decke oder irgendwo anhängen und dann hängt die so spiralig runter. Auch ein Hund. Achso, alles klar. Nochmal Becher. Nochmal Partyspieße. Dann haben wir noch hier eine Schüssel, die wollte meine Frau für weiß ich nicht was. Da kann man irgendwas reintun. Ich habe nichts gemacht. Na, hat auf den Tisch gespuckt. Er hat gesabbert. Ja, gesabbert. Hier noch mehr. Einhörner. Gelanden. Brauche ich den Sack Gelanden. Oh Gott, hier. Hier hört noch Schnur dazu. Ist ausgefallen. Dann. Was ist das? Das Kreppband. Daraus kann man auch Gelanden basteln. Aha. Ich bastel aber nicht. Das sieht scheiße aus, wenn ich das mache. Und hier nochmal Kerzen. Einhornmäßig. Und noch eine. Zwei in rosa. So, dann das alles erstmal wieder reinpacken. Es muss dann jetzt alles noch hochgebracht werden. Im Schrank bei meiner Frau. Beziehungsweise meine Frau sagt wieder, pass drauf auf. Und dann liegt das bei mir rum, bis der Geburtstag ist. Und dann nölt sie mich voll, weil hier mal alles rumliegt. Das ist auch so, wenn sie Pakete kriegt, die lässt sie grundsätzlich zu mir liefern. Ich bin ja sowieso da. Und falls sie mit der Klee gerade Mittagsschlaf macht oder was weiß ich, verstehe ich ja. Aber grundsätzlich, der Müll, ich pack das auch schon immer hier aus, weil wenn ich die Pakete hochbringe, packt sie so oben aus, mir gibt sie den Müll mit. Ich gehe ja sowieso zur Tonne. Ich hab Pappmüll am Sammeln, ja. Denn, aber du hast doch auch Pappmüll. Nee, ich ja, du bringst für mich, ja, richtig. Ja, du hast kein Pappmüll. So. Achso, die Becher haben wir noch. So, dann haben wir noch ganz süße Klamotten geholt für den kleinen Zwerg. Für die große habe ich ja hier, habe ich euch ja gezeigt. Da sind wir noch am gucken, da will ich noch wegen Hose und sowas gucken, aber für den Zwerg haben wir jetzt alles. Oben schon in der Wäsche, das hängt auf der auf der Wäscheleine. Von daher ein bisschen knapp, aber ich würde sagen, das war's jetzt für das Normale und gleich mache ich noch Oliver Shoppen XXL. Da habe ich Klamotten drin. Da gucken wir uns mal an, was da alles so drin ist. Heute Abend im Stream werde ich es dann wahrscheinlich auch noch mal zeigen. Ich bin jetzt erstmal K.O. Wir sehen uns gleich im nächsten Video. Bis dahin, haut da rein. Ahoi. Sagt euer Odin.